Ich bin auch bei der Band Jova. Das ist der Markus Walter, der neben mir sitzt. Auch bei der Band Jova? Genau. Wir haben seit dem ersten Lockdown Wohnzimmerkonzerte gespielt und haben uns eine umfangreiche Meinung gebildet, auch über das Virus und über geopolitische Zusammenhänge. Mittlerweile muss man ja sagen, pfeifen das die Spatzen von den Dächern. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich den Dr. Wodak vor 2 Wochen unter anderem den Dr. Köhnlein, die Viviane Fischer persönlich treffen durfte und lese aktuell gerade das Buch vom Dr. Wodak, Falsche Pandemien. Ich bin sehr begeistert, weil er auch das Buch beim Thalia unter anderem als Bestseller zu kaufen ist. Also jeder Mensch könnte sich seine Meinung bilden. Wir haben auch einen Song geschrieben zu diesem Thema, der heißt List an. Jetzt werden wir den spielen, der ein kritisches Weltbild äußert oder darstellt. Und ich hoffe, dass viele Menschen das auch tun werden und Bücher lesen, fernab von der Mainstream-Presse, weil man kann, wenn man möchte, sich informieren. Und jeder kann wissen, dass es Coronaviren schon seit ewigen Zeiten gibt und dass das hier offensichtlich nicht das große Problem ist. Okay. Wo kann man euch genießen? Im Internet? Ja, also wir haben eine Facebook-Seite, Jova Music. Wir haben eine Homepage, www.jova-music.org. Da könnt ihr uns gerne finden. Gerne, da schauen wir nach. Ja, wir verlinken euch das und wir freuen uns auf euren Auftritt. Vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, wir sind Jova. Herzlich willkommen im Covid-Joten-Salon. Nämlich alle Hutträger, Nazi oder rechter Spion. Und ich habe vieles schon gehört, auch von alten Freunden. Du bist gefährdet und vollkommen gestört. Bloß, weil ich anders denke als sie und die Presse nicht ungefragt hinnehmen. Du bist gefährdet und vollkommen gestört. Die Welt ist verkehrt und steht auf dem Kopf. Und ja, das ist nicht immer leicht, das kann ich euch sagen. Die Welt ist verkehrt und steht auf dem Kopf. Er schaltet ein Licht an und kippt die Angst auf. Er schaltet ein Licht an, die Freiheit beim Verdenken an. Nimmst du die rote Pille oder die blaue? Schießt du independent oder gehst du mit dem Mainstream-Game? Vertraust du deinem Gefühl oder fragst du blind und hörst nicht hin? Achtung, Achtung, Sperrgebiet, atme verboten hier, Maskenpflicht. Bist du geimpft, dann darfst du rein und bist du's nicht, dann musst du draußen bleiben. Wieso ist das so leicht, uns allen Angst zu machen? Mit Propaganda schmeißt die Frau auf allen Sprachen. Setz die Maske auf. Hat doch was davon. BEF, WHO, Finanz, Pharma, Lobby und Co. Welcome to the Big Pharma Show. Und vielen Dank, Herr Kurz. Deine Beine sind es auch. Und schalte Licht an und kick die Angst auf. Ich schalte dein Licht an, die Freiheit bringt beim Denken an. Ich schalte dein Licht an.
nicht die Mitte, das ist bald vorbei. 10% brauchen wir. Und ich glaube, das schaffen wir. Schein dein Licht an und kick die Angst raus. Schein dein Licht an. Ja, die Freiheit fällt dein Denken an. Und wer will, der kann. Und überall gibt's Bücher zu kaufen. Falsche Pandemie ist sehr zu empfehlen. Dr. Bodak, Bestseller in Thalia. Schalt dein Licht an. Du kriegst die Angst raus. Schalt dein Licht an. Die Freiheit fällt dein Denken an. Möchte, so sollte er möglichst Viren wählen, die eigentlich immer vorhanden sind, die aber bis dahin noch keiner für bedeutend gehalten hat. Die meisten akuten Atemwegsviren sind wegen ihrer schnellen und weltweiten Ausbreitung somit sehr geeignete Objekte, um damit Angst zu schüren. Auch sie sind sehr klein und lassen sich nur in Speziallaboren nachweisen. Besonders eignen sich Kandidaten, deren Namen bisher kaum jemand kennt und die nicht üblicherweise bei Kinderkrankheiten, saisonalen Infekten oder anderen häufigen Symptomen genannt werden. Auch ist es gut, wenn Ärzte sich mit diesen neuen Gefährden nicht wirklich auskennen, denn die Ärzteschaft muss ebenfalls verunsichert werden. Das geht am besten mit unwichtigen, bisher kaum beachteten, aber ubiquitären Keimen. Diese Kriterien erfüllen zum Beispiel humane Metapneumoviren, RS-Viren und besonders Coronaviren. Und um die richtigen zu finden, braucht man gefügige Virologen mit ihren Tests. Okay, ich würde mir wünschen, dass die Liebe das Virus ist. Wenn die Liebe das Virus ist, hätten wir das hier nicht. Dann würden wir alle zusammenhalten, genau. Und wir haben ein Lied geschrieben, das heißt Love is the Virus. Circling around, and love
ein Lachen von einem Tier. Und jetzt sage ich euch, jetzt müssen wir ganz besonders auch auf die aufpassen. Ganz schnell, ganz viele Menschen. Und ich glaube immer noch, dass die Wahrheit siegen wird, ganz bestimmt. Und wenn ihr mit eurem Herzen sprecht, wir verteilen Flyer, macht's mit, klärt die Menschen auf, das wird funktionieren. Was haben wir für eine Wahl? Ihr müsst gar keine. Und ich bitte euch, seid ihr auch mit dabei und helft den anderen ein bisschen beim Nachdenken, die es bis jetzt noch nicht verstanden haben. Danke. Dankeschön, das war Jova.